Hier. Ich möchte jetzt nur die hier. Muss ich ganz kurz noch mal hin. Dass überall beim Mülleimer sind, ist nämlich recht wichtig. Das spart meinen Handwerkern Arbeit. Da unten sind schon. Mein Gott, das ist jetzt dieser geile. Hä? Oh fuck, okay, gut. Das kommt auch in ein Haus rein, das muss ich mal kurz mal markieren. Dass ich die Geschäfte, falls sie so eins nach hinten gesetzt sind, so wie da, auf Asphalt mache. Dass das dann am Ende besser aussieht. Hoffentlich besser aussieht. Ich wollte noch mehr Bänke setzen. Hier irgendwo kommt ja noch der Eingang für den Dark World hin. Ich muss auch aufpassen, dass ich den nicht komplett verbaue. Habe ich eigentlich genug Bänke, jetzt können wir Lampen setzen. Auch wenn ich die nicht brauche, weil ich nachts keinen Betrieb habe, mag. Stationshaus hin, da brauchen wir keine Lampen.
So, that's done. Das wäre erledigt, Freude der Sonne. Jetzt kommt der Dark Ride, glaube ich. Jede sind von Geister versammelt. Warum und das Hund sind schon von dünnen, leicht unterbrochenen Platten zu verdeckenden Schienen. Da ist jetzt auf Deutsch, weiß man. Das ist lustig, ich hab NetOn. Das ist dieses, das ist von RZTNet erstelltes Add-on, wirklich Erweiterung zu RZT3. Mit halt CSOs und CTRs und also mit den ganzen Custom-Sachen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geiles Zeug. Das einzige Problem, was ich jetzt, also was heißt Problem? Es ist mir aufgefallen, dass es ein Fehler ist, aber es ist jetzt nicht schlimm. In keinster Weise schlimm. Aber um jetzt nicht länger drum rumzureden, was mir aufgefallen ist, ich habe ja gerade, falls ihr es gesehen habt, also ich habe mir die NetOn auf Englisch runtergeladen, die englische Version. Und falls ihr es gerade gesehen habt, war der Text bei der Geisterbahn gerade eben auf Deutsch. Das sind also einige Szeneriegruppen. Also obwohl ich die englische Version runtergeladen habe, habe ich trotzdem die deutschsprachigen CDRs. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, ob das irgendwie technisch bedingt ist oder ob es halt einfach schlicht und ergreifend vergessen wurde. War ja nicht schlimm. Ist ja keine Kritik in dem Sinne. Mir ist es sogar aufgefallen, das fand ich irgendwie lustig. Wenn ich eins beim Leben nie bauen konnte, dann waren es Geisterschlösser oder Geisterbahnen. Cheesecake Factory to ride has to do an emergency. Oh, stop. Oh. Das ist ja voll brutal. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Ride, CTR, was auch immer, wenn ich mir das so angucke, speziell für so Leute wie Imagineer Tim, falls ihr den kennt, ist auch, oder war zumindest mal ein Abonnent von uns, ich weiß nicht, ob er uns immer noch anguckt. Und genau für den ist diese Attraktion hier gedacht. Der macht nämlich, der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, könnt ihr mal drauf gucken. Der macht total kranke Dark Rides. Und genau für sowas ist es. Also der hat schon der Thronflucht so halb nachgebaut. Der hat mit Chiapas eben so gemacht. Wirklich total coole Sachen. Entweder Dunkelachterbahn oder wirklich Dark Rides an sich. Ist total geil, was der da macht. Und für den ist es einfach, das ist perfekt. Ich bin dafür viel zu dumm. Muss ich jetzt einfach so in den Raum weg sagen. Also ich konnte in RZT 2 habe ich es mir jetzt am Ende, was heißt, nicht antrainiert. Aber da würde ich sagen, war es okay, da war ich okay damit. Halt, Indoor bauen, Indoor Sachen bauen, getämte Räume und so ein Zeug. Das werde ich in RZT 3 halt wahrscheinlich nie beherrschen. Weil ich mich jetzt schon viel zu wenig mit der Kamera führe, wenn ich was bauen will, dass ich immer auf demselben Ding zurück switches geht oder sowas macht. Das ist mir einfach zu viel, ich weiß auch nicht. Wie Pustekuchen. So, jetzt Ride Eingang ist hier und Ride Ausgang ist hier und dafür muss die Bank.
Bank weg. Habe ich gesagt. So, jetzt hoffe ich mal, dass es besser. Besser funktioniert als. Ach Scheiße. Oh nee, nein, nein. Nein. Alter. Das ist vor allem viel zu schnell, das Teil. Ist gut, dass ich es kaputt gemacht habe. Falls jemand sieht, was für ein Idiot ich bin und mir sagen kann, was der Fehler ist, oder den anderen sagen kann, was der Fehler ist, die es nicht sehen. Ich bin so dumm. Das muss eigentlich mit Schmerzen bestraft werden. So ganz kurz zur Aufklärung. Die Leute steigen hier ein, fahren um die Kurve und müssen hier wieder aussteigen und der Wagen fährt leer die ganze Runde. Das ist der Fehler, wenn ich jetzt hier hineingehe, habe ich keine Q mehr. Ja, ich muss die Strecke im Prinzip andersrum durchfahren lassen. Aber soweit ich weiß. Reversed Inclined Launch. Nee. Muss ich schlicht und ergreifend abreißen. Und andersrum einbauen. Wir machen jetzt hier unseren ersten getämten Raum hin. Der ist dann hier drin. Danach führt das Ganze noch einen weiteren Stock, halben Stock hinauf sozusagen. Dreht sich schnell um die eigene Achse. Durchfährt hier einen weiteren halben getämten Raum. Hier vorne an der Fassade entlang zu fahren. Okay. Dann drehen wir hier. Wo es dann plötzlich nach unten geht, womit niemand rechnet. Außer ich, weil ich es gebaut habe. Hier die große Kurve mit einem großen getämten Raum. Und dann geht es hier noch in die Mitte. Random. Weil ich es kann.